Wir beeilen uns für Sie, denn Zeit ist Geld. Kabeljournal Werbeagentur. Alles aus einer Hand. Pünktlich, preiswert und in guter Qualität. Kabeljournal. Wir machen nicht nur Fernsehen. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. ErzTV Kompakt feiert jetzt mit in Neudorf bei 140 Jahre Feuerwehr, Karlsfeld bei der erzgebirgischen Liedertour und Grottendorf bei Wein- und Siedlerfest. Glück auf, gut, dass Sie da sind. 14,36 Millionen, das ist die aktuelle Zahl der Menschen, die sich in Deutschland ehrenamtlich engagieren. Und das in vielfältigster Weise, sei es nun in der Kinder- und Jugendarbeit, in kirchlichen Vereinigungen, bei Rettungs- und Hilfsdiensten, in der Flüchtlingshilfe, bei der Brauchtumspflege oder im Sport. Und auch die Feuerwehren im Erzgebirgskreis arbeiten auf ehrenamtlicher Basis. Immerhin sind es hier knapp 5000 Frauen und Männer, die sich als Einsatzkräfte freiwillig in den Dienst am nächsten stellen. Dazu gehört auch die Feuerwehr in Neudorf, die am Wochenende Geburtstag feiern konnte. Feiern können die Neudorfer. 140 Jahre für die Freiwillige Feuerwehr des Ortes war ein guter Anlass für ein dreitägiges Fest. Andreas Koch ist seit 2008 Wehrleiter der Neudorfer Blaurücke. Zur Halbzeit des bunten Treibens erzählte er uns, was die Besucher an den drei Tagen erleben konnten. Wir haben versucht, in den drei Tagen ein vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen für die Bevölkerung. Gestern Abend war Tanz für die Jugend angesagt, also Diskothek. Und heute den ganzen Tag über schon Technikschau, um die Technik der Bevölkerung darzustellen. Welche Technik die Feuerwehr hat, historische Technik, neue Technik, Technik von der Partnerfeuerwehr, also aus Tschechien. Und heute Nachmittag ist noch die Spielstraße da von der Jugendfeuerwehr Seematal. Können die Kinder basteln und sich informieren, was in der Jugendfeuerwehr los ist. Für die kleinen Kinder haben wir noch eine Hüpfburg. Und für die großen Gäste gibt es dann noch eine Schauübung, das wir darstellen wollen, was zu einem Einsatz passiert, wenn die Feuerwehr ausrückt. Am Sonntag fand zudem noch ein Festumzug durch den Ort statt, bei welchem gefühlt der halbe Ort auf den Beinen war. An diesem beteiligten sich neben der Feuerwehr Neudorf auch die Kameraden aus Grottendorf, Sema, Buchholz und die Partnerfeuerwehr aus Tschechien. Laut Andreas Koch war die Festveranstaltung ein voller Erfolg. Unser Nachrichtenblock beginnt am Dienstag in der Natur. NVAM und Midgas haben im Naturschutzzentrum Erzgebirge in Dörfel das diesjährige Umweltprojekt Natur zum Anfassen gestartet. Kinder aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg haben dabei die Möglichkeit, einen Tag in der Natur zu verbringen und vieles über Naturzusammenhänge, Pflanzen und Tiere zu erfahren. Insgesamt stehen den Kindern 12 Höfe in 3 Bundesländern für lehrreiche Experimente und Erlebnisse rund um die Natur zur Verfügung. Zum Projektauftakt im Naturschutzzentrum Erzgebirge waren am Montag 21 Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse der Grundschule Scheibenberg zu Gast. Der diesjährige Themenschwerpunkt lautet: Die Wiese, eine Oase für Schmetterlinge und Regenwürmer. Natur zum Anfassen gibt es seit 2010. Seitdem haben mehr als 11.200 Kinder das Angebot genutzt. In diesem Jahr werden bis zum 7. Oktober allein in Sachsen 50 Schulen mit über 1.500 Kindern erwartet. Seit Schuljahresbeginn ist die Oberschule Bergstadt-Schneeberg nach 6 Jahren wieder komplett zweizügig.
In den zwei neuen fünften Klassen, die unter der Leitung von Sandra Rülke und Tina Kurschat stehen, fanden 50 Schüler aus 7 Grundschulen der Umgebung zusammen. Am ersten Schultag erhielten die Fünftklässler aus den Händen der Schulleitung ihr Schul-T-Shirt, welches auch in diesem Jahr von den Stadtwerken Schneeberg gesponsert wurde. Bauarbeiten bestimmen aktuell das Bild beim Finanzamt in Annaberg. Die Behörde wird erweitert. Wir hatten von den archäologischen Funden berichtet, die beim Bau auf historischem Boden gemacht wurden. Bündnis 90 Die Grünen im Sächsischen Landtag treibt eine für die Gegenwart wichtige Frage um, weil in den Medien sehr unterschiedlich hohe Investitionskosten bezüglich des geplanten Großfinanzamtes in Annaberg-Buchholz kursieren, hinterfragt der Grünen-Fraktionsvorsitzende Volkmar Czocke das von Staatsminister Unland forcierte Vorhaben. So möchte Czocke unter anderem wissen, woraus die stark dividierenden Angaben zu den Baukosten des neuen Verwaltungsbaus resultieren und welche Nachnutzungen für die beiden bisherigen Finanzamtsgebäude in Stolberg und Schobau vorgesehen sind. Ferner verlangt der Grüne Auskunft zum Parkplatzkonzept, wenn in der Kreisstadt dann notwendigerweise zahlreiche Mitarbeiter der neuen Zentralbehörde einpendeln müssen. Den Landespolitiker interessiert zudem der Einsparungseffekt, den sich der Freistaat im Zuge der Neustrukturierung des sächsischen Finanzbereiches erhofft. Die Baumaßnahme in Annaberg soll bis zum Jahr 2021 abgeschlossen werden. Nach einer aktuellen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit wird jeder 4. Ausbildungsvertrag im Erzgebirgskreis vorzeitig gekündigt. Die Gründe sind vielfältig. Lehrlinge, die ihren Ausbildungsvertrag kündigten, geben am häufigsten ein schlechtes Betriebsklima und Konflikte mit dem Ausbilder an. Wenn mehr zwischen Ausbilder, Lehrling und Berufsschullehrer gesprochen wird, dann ließen sich Ausbildungsabbrüche verhindern, so der erzgebirgische CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Kraus, arbeitsmarktpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Die Schuld für den Abbruch könne man weder den Auszubildenden noch dem Ausbildungsbetrieb allein in die Schuhe schieben. Manche Lehrlinge brauchen mehr Sozialkompetenz und müssten auch einmal die Zähne zusammenbeißen. Auf der anderen Seite ist eine abwechslungsreiche Arbeit und ein Lob gegenüber dem Lehrling motivierend, sagte der CDU-Politiker. Dem Verdacht der Volksverhetzung geht das Dezernat Staatsschutz der Polizeidirektion Chemnitz derzeit in Johanngeorgenstadt nach. Die Besatzung eines Funkstreifenwagens hatte am späten Sonntagabend in der Steigerstraße einen Ständer mit aufgespießtem Schweinekopf festgestellt. Am Kopf des Tieres war ein Schild mit Refugees not welcome angebracht. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise und fragt, wer hat am Sonntag in der Zeit zwischen 22.35 Uhr und 23.20 Uhr im Bereich der Steigerstraße Beobachtungen gemacht, die mit der beschriebenen Straftat in Verbindung stehen könnten. Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Täter machen? Hinweise werden unter der eingeblendeten Telefonnummer bei der Polizeidirektion Chemnitz entgegengenommen. Das Grottendorfer Wein- und Siedlerfest gehört zu den Sommerveranstaltungen, die nicht in jedem Jahr stattfinden. 2016 wurde es wieder mal organisiert. An den 3 Festtagen erwartete die Besucher ein buntes Programm. Am Freitag eröffnete das Duo Tosch aus Bärenstein das gut besuchte Fest. Am Tag darauf gaben neben dem Liedsänger Jörg Heinecke und dem Faschingsverein Funkengarde auch die Schülerband aus Grottendorf mit dem Namen Allianz ihr Können zum Besten. Am Abend heizte dann die Dixieland-Band Swing Along den Besuchern ein. Ein Suppenwettkochen der Vereine sowie das Gelenauer Marionettentheater Hübner waren am Sonntag zu bestaunen. Zu unserer Wochenserie. Botanisches in Sprüchen und Gedichten könnte man sie überschreiben. Auch Rosen sind wieder dabei
und der Olle Goethe, bei dem man sich so richtig vorstellen kann, dass er von Äpfeln dichterisch nicht unbedingt angetan war. Denn was bitteschön reimt sich schon auf Apfel? Über Rosen lässt sich dichten. In die Äpfel muss man beißen. Johann Wolfgang von Goethe. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Sprichwort. Solange der Apfel nicht vom Zwetschgenbaum fällt, ist ja alles in Ordnung. Ein anderes Thema. Bekanntlich steht die Wiege des Bandoneons in Karlsfeld, die der erzgebirgischen Liedertour in Marienberg, genauer gesagt im Kulturzentrum Baldauf-Villa. Inzwischen hat die Musikveranstaltung ein ums andere Mal ihren Geburtsort verlassen und in verschiedenen Ecken des Erzgebirges zum Mitsingen und Wandern animiert. Nachdem die 5. erzgebirgische Liedertour im vergangenen Jahr an der Fichtelbergbahnstrecke Station gemacht hatte, war heuer zur 6. erzgebirgischen Liedertour das Örtchen Karlsfeld dran, bekannt eben als Bandoneonwinkel. 9 Stationen waren mit Musikanten besetzt. Bevor wir demnächst in ErzTV das Magazin berichten, jetzt ein erster Eindruck von der Veranstaltung. Michael Burkhardt hat für uns Impressionen der erzgebirgischen Liedertour 2016 eingefangen. Ganz Heisel, nicht weit von der Chaussee, da steht eine Ski ein paar hundert Grad, alter Fachbergtau, der eine Ski wegen wirklich war. Wie unser Freund, nun dort gekommen und das Bergel mit dem ersten Gang Schuh nahm, da sagt er von ihm ein Fuhrwerk kommen, ein Schimmel dafür, mit der sich benimme. Da tanzt auf der Straße mit Ecke hier und her, als wär's ein Teufel, Glüß gehabt fahr. Es hält rapid und blieb, und verbreit und verdunkt, fliegt in das uralte Lied. Gebettet, ich hatte nur wenige Ruhe. Und so hab ich in der Fremde nichts gerettet, als die Hosen und zerrissene Schuhe. Und so zabirava, už mě ten můj milej zanechává. Zanechává, už mě nechce. Wenn man den Wald betracht, möcht man oft lachen, über der Olbrichkeit musste Leid machen. Es tut einer ne anderen mehr alles in Hut, doch in der Natur ruft jedes Dingel uns zu. Bild doch nicht ein, bist er ein Mensch, brauchst du nicht sein. Groß oder klar, arm oder reich, bin Anfang und bin End, sei.
sei mal allen sagt gleich. Unsere Veranstaltungstipps. Zum 14. Mal geht vom 18. bis 20. August die Sachsen Classic Rally als rollendes Automobilmuseum auf 3-Tagestour. Fahrern und Fans werden dabei wunderschöne Strecken und spannende Rally-Highlights geboten. Bereits am ersten Tag findet ab 12.30 Uhr in Oelsnitz im Erzgebirge eine Wertungsprüfung vor der einmaligen Kulisse des markanten Förderturms statt. Anlass für die Organisation der Rallye ist das 30-jährige Bestehen des Bergbaumuseums. Aus dem Jahr der Eröffnung 1986 stammen mehrere teilnehmende Fahrzeuge, ebenso wie aus der Zeit der Errichtung des Förderturms 1922-23. Am zweiten Tag verläuft die Fahrt durch das Erzgebirge nach Tschechien und von dort ins Vogtland. Am dritten Tag führt die Strecke zur klassischen Prüfung an der steilen Wand von Merane und auf den Sachsenring. Das Finale findet in Chemnitz vor dem Rathaus statt. In den Südstaaten der USA hat der Jazz als afroamerikanische Volksmusik auch ein Jahrhundert nach seiner Entstehung nicht an Popularität verloren. Die Wurzeln des Blues sind in der Leidenschaft und der Spielfreude aller Jazzmusiker noch immer spürbar. Auch die Musik von Brezel Brass, die am Freitag, dem 19. August, 19 Uhr im Kultur- und Freizeitzentrum Lugau spielen, hat es in sich. Sie ist gesalzener als Salzgebäck. Anmeldungen unter Telefon 037 295 24 86 oder info@freizeitzentrum-lugau.de. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt 12 Euro. Das Pokémon-Fieber hat auch die Erzgebirgssparkasse erfasst. Nach Annaberg-Buchholz war man am Montag in Schwarzenberg auf der Jagd nach den Fantasiewesen aus der virtuellen Welt. In dieser Woche gibt es im ErzTV-Sendegebiet weitere Veranstaltungen. Donnerstag in Aue am Altmarkt und Freitag in Stolberg im Park bei der Sparkasse auf der Rathausstraße. Die Aktion dauert jeweils von 16 bis 19 Uhr. Den Dienstag haben wir damit abgeschlossen und freuen uns, wenn Sie auch am Mittwoch 20 Uhr wieder dabei sind. Und wer gestern noch bis zu den Tagesbildern mit dem Wetter dran geblieben ist, sorry, da war uns eine falsche Laufzeile in den Sendeablauf gerutscht. Das waren natürlich keine Fliegenpilze, sondern Bilder vom Feuerwehrgeburtstag in Neudorf. Tut uns leid. Aber zumindest das Wetter hatte gestimmt. Mehr Nachrichten bekommen Sie weiterhin auf erztv.de im Internet. Gut, dass Sie heute dabei waren. Glück auf! Unsere Moderatoren werden ausgestattet von Herrenmode Bleil, August Bebelstraße 72 in Schorlau und mit umfangreichem Sortiment auch im Internet unter www.herrenmodewelt.de. Mit uns haben Sie immer die richtige Brille auf. Wetter und Tagesbilder werden Ihnen präsentiert von Pro Optik.